Herzlich willkommen bei Talk am Dom, und zwar hier vom Hessentag in Kassel, Talk am Dom Spezial. Deshalb hier vor der Elisabethkirche und willkommen natürlich zu Hause oder an den Bildschirmen, an den Monitoren, wo immer Sie sind. Und herzlich willkommen vor allen Dingen Michael Wielert. Vielen Dank. Hallo. Michael, du bist Augenoptiker. Ja, eigentlich bin ich Augenoptiker von Beruf, aber das ist lange her. Ich habe erst jetzt festgestellt, es ist 30 Jahre her, dass ich meinen Schulabschluss gemacht habe, diesen Monat. Und danach habe ich eine Augenoptiker-Ausbildung begonnen und auch fertig gemacht. Ich habe den Gesellenbrief als Augenoptiker, aber nach der Lehre nie wieder da in diesem Beruf gearbeitet. Gott sei Dank, denn du machst viel, viel spannendere und ich glaube wichtigere Dinge. Nichts gegen die Augenoptiker, aber ich glaube, das ist etwas, was viele machen können. Es gibt weitaus mehr gute Augenoptiker, als dass es gute Musikmanager gibt. Und das ist einer der Gründe, warum du heute hier bist. Du bist Musikmanager. Lass uns anfangen mit dem Namen der Firma, die dir gehört, oder Agentur, muss man glaube ich sagen, Set Free Entertainment. Set Free hat zwei Gründe, warum wir damals, am Anfang gab es noch andere Leute, die mit mir die Firma gegründet haben, weil das im Rahmen der Gemeinschaft Emanuel war. Also zuerst war das angegliedert an eine Gemeinschaft, später bin ich dann selbstständig geworden. Set Free hat zwei Gründe. Zum einen sollen Künstler freigesetzt werden für ihre Arbeit. Deshalb dieses Set Free, freigesetzt. Zum anderen sollen Menschen freigesetzt werden. Und da lasse ich mal offen zu was. Nee, da würde ich genau nämlich gerade nachfragen. Es geht nämlich nicht nur um Entertainment, sondern es geht eigentlich um mehr. Du hast gerade schon gesagt, Gemeinschaft Emanuel, das Ganze hat spirituelle Bezüge. Christlichen Hintergrund, ja, spirituelle Bezüge. Wir möchten Menschen wirklich zum Nachdenken über sich und Gott freisetzen. Das heißt also, du bist nicht jemand, der jetzt sagt, hey, das ist also jetzt irgendein Musikstil, und da versuche ich jetzt möglichst viele Künstler also irgendwo hinzukriegen und die nach oben zu peitschen, sondern du arbeitest völlig anders. Nee, also ich suche Menschen, die authentisch sind, die den Hintergrund eben haben, dass sie gläubig sind, dass sie Christen sind, aber dass sie auch die Fähigkeit haben, Kunst zu machen, Musik zu machen, und davon überzeugt sind und auch ausgebildet sind in diesem Rahmen. Also nicht nur jemand, der jetzt sagt, der Musikstil ist im Moment hip und jetzt mache ich diesen Musikstil auf christlich. Nein, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, einen Künstler zu haben, der eine Kunstrichtung hat und in dieser Kunstrichtung dann auch sein ganzes Menschsein mittransportiert und da eben auch seine Überzeugung, seinen Glauben. Jetzt frage ich mal sofort von der anderen Seite, gab es da auch schon mal so Situationen, wo du gesagt hast, hey, das scheint ein ganz toller zu sein und der hat auch einen ganz tollen Stil und dann hast du irgendwann gemerkt, aber menschlich ist es dann doch nicht so, mit dem arbeite ich dann auch nicht zusammen? Ja, gibt's. Und man kommt da ganz schnell an diese Grenzen, wenn man zusammenarbeitet. Weil in der Zusammenarbeit, wenn man jemanden im Management betreut, dann hat das viel mit persönlicher Zusammenarbeit zu tun. Und da kommt man ganz schnell an Grenzen, wo man dann merkt, da kommt man auf der persönlichen Ebene nicht weiter und da hat man kein gemeinsames Ziel. Und zwar Ziel in dem Fall nicht in erster Linie die Verkündigung der frohen Botschaft, sondern Ziel in erster Linie, dass der Künstler das macht, wozu er berufen ist. Was sind denn das für Interpreten, für Bands, für Gruppen, mit denen du arbeitest? Nenn mal ein paar. Ich fürchte, die meisten wird man nicht kennen, denn die tauchen in den Hitlisten nicht auf. Manchmal, tatsächlich. Also Lady Gaga. Lady Gaga, nein. Ich arbeite zusammen mit Danny Fresh. Er gehört zu denjenigen, mit denen ich am längsten zusammenarbeite, mit Peter Pan. Das war die Formation W4C früher, gemeinsam mit Ruben Rodriguez. Mit Peter und Danny arbeite ich bis heute zusammen auf der Management-Ebene. Wir machen viele Seminare, Workshops, Konzerte. Ich plane für die, spreche mit denen das durch, was sie machen, was die nächsten Schritte sind. Neu dazugekommen ist die Frau von Danny Fresh, Laura Bellon. Es ist eine Band mit dabei, Cardiac Move. Aus Österreich, Wien. Die sind zum Beispiel in Wien regelmäßig in den Charts, wenn die was veröffentlichen, auch in der Top 10. Aber auch Danny war mit Zeichen der Zeit auf Platz 8. Und Laura
haben wir jetzt die erste Single und weitere Singles kommen, ein Album kommt und dann wird man uns irgendwo auch finden. Wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, kommen wir auf 3, auf 4 Formationen, auf 4 Künstler. Das heißt also, bei dir ist nicht ein Stall von 400 Leuten, die du alle mal irgendwo so ab und an siehst, sondern es ist wirklich eine ganz enge Betreuung, weil sie sich auch nur auf ganz wenige Menschen bezieht. Ja, richtig erkannt. Gibt es auch nichts hinzuzufügen. Es ist eine Ein-Mann-Firma und da ist man begrenzt in der Arbeit. Und es geht um persönliches Management. Und persönliches Management hat seine Grenzen. Ich kann nicht endlos mit Leuten zusammenarbeiten, auch wenn wöchentlich Leute anklopfen und sagen, hast du Interesse, mit uns zu arbeiten? Kannst du uns Tipps geben oder so? Es hat Grenzen, die Zusammenarbeit, wenn man das als eine Ein-Mann-Firma macht und zusammenarbeitet. Und außerdem, also ich verstehe mich, wenn ich jetzt Ein-Mann-Firma sage, dann die Künstler gehören dazu. Also wir sind ein Team, würde ich sagen. Aber die beraten natürlich nicht oder machen kein persönliches Management für andere. Von daher ist es eine Ein-Mann-Firma. Du hast in der Szene, glaube ich, einen extrem guten Ruf, was also Loyalität anbelangt, was Ehrlichkeit anbelangt, was Authentizität anbelangt. Alles Gründe, warum du zum Vorbereitungsteam für den Weltjugendtag 2005 in Köln eingeladen wurdest und dort, glaube ich, auch ganz wesentliche Dinge mit vorbereitet hast. Ja, ich wurde eingeladen, angefragt, auch von meiner Diözese, Rottenburg-Stuttgart damals. Weihbischof Renz hat mich mit angefragt, der meine Arbeit seit langem kennt und darüber weiß. Und man hat mich dann als Berater mit in das kreative Team für die Veranstaltungen geholt. Und ich habe mitgeplant, mitgearbeitet. Die Konzerte auf dem grünen Rasen sind zum Beispiel sowas, was wir gemeinsam entwickelt haben, was es zum ersten Mal gab. Aber die Herausforderung war in Köln Weltjugendtag auch mit Standort Düsseldorf, dort ein schlüssiges Kreativprogramm zu machen und nicht alles auf Köln zu konzentrieren, sondern wirklich den Großraum zu nutzen, ging runter bis Bonn auch die Konzerte und Kulturveranstaltungen. Und das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich habe auch zum ersten Mal mitbekommen, dass es so einen Beruf wie einen Chaos-Manager gibt, der uns vorgerechnet hat, wie viele Leute können mit dem Zug nach Köln rein und von Köln raus und wie viele Veranstaltungen dürfen stattfinden und wann wird das Ganze kritisch. Das war wirklich spannend, in dem Team zu sein und mitzuplanen. Bis hin damals also bei der großen Frage, wie viele Leute kriegen wir nach der Veranstaltung, nach der Schlussveranstaltung mit dem Papst weg? Und wie viele Stunden wird es also dauern? Selbst wenn man also alle Züge der Welt also da aneinander reiht, dauert es ja Stunden, bis die Leute weg sind. Und dadurch ist, glaube ich, dieses wahnsinnig lange Festival auf dem Marienfeld da nochmal entstanden. Oder? Genau, richtig. Ja. Ja. Du machst noch was völlig anderes. Du bist nämlich auch noch als Mann hinter dem Mikrofon bei Radio Horeb tätig und da zuständig für die Jugendsendung. Die gibt es auch bei Radio Horeb. Ja, ich war bis jetzt zuständig für die Jugendschiene bei Radio Horeb. Ich habe jetzt gedacht, nachdem ich auf die 50 zugehe, ist die Jugendschiene nicht mehr sowas für mich. Ich habe das jetzt 15 Jahre bei Radio Horeb begleitet, Jugendsendungen. Wir haben einen Abend, Radio Horeb ist jetzt eher ein Radiosender für, ich sage mal ganz zaghaft, 40+, wenn nicht sogar 50+. Also die Jugendlichen kommen da jetzt weniger vor, deshalb haben wir einen Abend im Programm reserviert, das ist der Montagabend ab 19.45 Uhr bis 22 Uhr waren dort bisher Sendungen zu hören und sind es auch in Zukunft und ich habe jetzt eben die Sendeschiene, die Sendeleitung abgegeben an eine jüngere Kollegin, die das jetzt übernimmt und ich werde also in andere Berufsfelder oder in andere Arbeitsfelder bei Radio Horeb wechseln. Ein ganz spannendes Projekt, was du machst oder federführend machst, ist Rock to Bethlehem. Ja. Was ist das, Michael? Rock to Bethlehem ist entstanden. Ich habe vor 7 Jahren meine erste Reise ins Heilige Land gemacht, habe dort Freunde besucht, also keine geführte Heilig-Land-Reise, sondern einfach alleine losgezogen. Und die Freunde, die mich dort eingeladen haben, bei denen ich gewohnt habe in Jerusalem, haben mich so täglich losgeschickt. Und unter anderem haben sie mich zu Fuß nach Bethlehem losgeschickt und haben gesagt, es sind nur 10 Kilometer, kannst du laufen und komm auch wieder heute Abend zurück. Und wenn man im Heiligen Land zu Fuß unterwegs ist, alleine, dann entstehen Gespräche, Begegnungen, man lernt Leute kennen und unter anderem wurde ich immer wieder in Bethlehem auf der Straße eingeladen. Komm rein,
trink eine Tasse Tee mit uns, woher kommst du? Dann habe ich gesagt, Deutschland. Dann kam ganz schnell die Frage, hast du die Grenze in Deutschland gekannt? Hast du die Mauer gekannt? Hast du das erlebt? Ist das vergleichbar zu dem, was wir hier in Bethlehem haben, mit der Mauer, die um diese Stadt herum ist? Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Und ich habe ganz schnell eine junge Generation kennengelernt in Bethlehem, die eingeschlossen ist, die zum Teil durch unsere Förderung, deutsche Schulen, eine sehr hohe Ausbildung hat, also Abitur, die aber aus dieser Stadt nie herauskommen. Keine Ausreisegenehmigung, das heißt, nach Schulausbildung ist Ende. Da gibt es keinen Beruf, den die erlernen können oder sie können sogar noch studieren. Es gibt eine Universität dort, aber spätestens nach der Universität ist Schluss, wenn es nicht irgendwelche andere Möglichkeiten gibt, aus der Stadt herauszukommen, sprich durch ein Stipendium. Und für diese Menschen dort was zu machen und das an Weihnachten zu machen, ein Stück Lebensqualität zurückzugeben, das ist der Gedanke, den ich gemeinsam mit Emanuel Fleckenstein entwickelt habe. Er ist Gitarrist bei der Band Cardiac Move und er ist in Bethlehem geboren. Sein Vater ist Deutscher, seine Mutter Palästinenserin und er ist dort aufgewachsen, lebt mittlerweile jetzt in Wien. Aufgrund seiner deutschen Staatsbürgerschaft konnte er nach Europa ausreisen, ist mittlerweile jemand, der oft hin und her geht, seine Eltern leben dort noch, auch seine Geschwister. Und so ist es entstanden. Im Jahr 2000 gab es in Bethlehem ein großes Festival und wir nutzen die Logistik, die damals entworfen worden ist und die es damals gab, also Technik, die seit damals in der Stadt ist, um Konzerte zu machen in den Tagen vor Weihnachten für die Bevölkerung in Bethlehem. Und ist das auch irgendwie etwas so angedacht, dass also Grenzen im Kopf oder wo auch immer überwunden werden? Es ist so angedacht. Leute sind eingeladen, von Jerusalem rüberzukommen, das anzuschauen, anzuhören, da zu sein. Es ist angelegt, dass die Grenze jetzt erstmal gesprengt wird von den Leuten, die dort wohnen. Wir haben mindestens zwei Bevölkerungsschichten. Das eine ist die muslimische, das andere ist die christliche. Die christliche ist mittlerweile in der Minderheit. Aber das vermischt sich bei diesen Konzerten. Und wir haben jetzt zum Beispiel letztes Jahr Konzerte in geschlossenen Räumen auch gegeben, also nicht nur ein großes Open-Air-Festival, sondern in kleinen Locations in Bethlehem, wo sich die Leute noch mehr trauen zu kommen und da zu sein. Also zum Beispiel die Weihnachtsfeier vom Caritas Baby Hospital, wo dann wirklich jetzt nicht die Religion im Vordergrund steht, sondern für die Mitarbeiter etwas gemacht wird, ein Konzert gegeben wird, für das, was die das ganze Jahr geben. Also Caritas Baby Hospital macht man sich, glaube ich, nur einen geringen Vorstellung, was dort geschieht. Wenn ich das richtig im Kopf habe, haben die 30.000 Behandlungen im Jahr von Kindern dort, die alle kostenfrei sind. Ein riesiges Ärzteteam, Schwesternteam, die dort Dienst tun und arbeiten. Also das war sehr bewegend für die, ein Weihnachtskonzert zu spielen. Und diese Konzerte, die ihr macht, sind das auch Benefizveranstaltungen oder geht es wirklich nur darum, Christen und Muslime zusammenzubringen? Ich würde jetzt nicht sagen, es geht darum, die zusammenzubringen, sondern es geht einfach darum, ein Stück Lebensgefühl, Lebenswert zu bringen für ein paar Stunden. Also ich kenne das zum Beispiel auch von Danny und von Peter, die Seminare in JVAs machen, Jugendvollzugsanstalten, wo die Jugendlichen hinterher sagen, ich habe für zwei Stunden vergessen, wo ich bin. Ähnlich ist es in Bethlehem. Wenn wir dort ein Konzert geben, die Leute sagen hinterher, ich habe für zwei Stunden vergessen, was meine eigentlichen Lebensumstände sind. Das ist das Ziel. Das alles andere wäre viel zu hoch angesetzt. Wenn man googelt, und das habe ich natürlich gemacht, lieber Michael, findet man seit geraumer Zeit auch Popbüro Bodensee Oberschwaben. Bitte, was ist das Popbüro? Davon gibt es viele, habe ich festgestellt, in Südwestdeutschland. Aber was machst du dort? Es gibt insgesamt 15 Popbüros. Die Popbüros sind eine Installation der Popakademie in Mannheim, mit der ich seit vielen Jahren verbunden bin. Als die Popakademie gegründet worden ist, ist eine Landesakademie, also vom Land Baden-Württemberg, gab es den Auftrag, dass die Popakademie auch die Regionalförderung von junger musikalischer Kunst
bekommen hat. Das heißt, von Mannheim aus geht die Lokalförderung in die Regionen hinein. Um das zu gewährleisten, wurden in 15 Regionen von Baden-Württemberg Pop-Büros installiert. Jedes Pop-Büro arbeitet für sich. Ich bin der Leiter des Pop-Büros Bodensee-Oberschwaben. Das ist eine ganz wirklich kleine Tätigkeit. Ich beobachte, was es an Neuem, an Musik gibt, neue junge Künstler. Wir gehen zum Teil rein in die Schulen, machen dort Förderung. Ich habe zum Beispiel bei mir in der Region gibt es sowas wie die Musikwoche. 4 Bands können sich einmal im Jahr für eine Woche bewerben, um Unterricht zu bekommen, um gemeinsam zu proben. Und am Ende steht ein großes Festival. Das ist zum Beispiel meine Aufgabe mit dem Popbüro. Oder wir haben ein Tonlabor, ein sogenanntes Tonstudio, wo junge Bands 3 Songs aufnehmen können, sodass sie ihre ersten Aufnahmen haben, um sich dann für Konzerte oder Festivals oder auch für einen Plattenvertrag zu bewerben. Das ist das, was ich vor Ort in Ravensburg mache für die Region Bodensee-Oberschwaben. Jetzt tut mir eingefallen, ich mache das auch nur, weil wir beide uns wirklich schon ganz, ganz lange kennen. Ansonsten wäre das ein absolutes No-Go. Ich darf das hoffentlich. Lass mal das Mikro ein bisschen sinken und guck mal in die Kamera. So, dass man deinen wunderschönen Bart sieht, den deckst du nämlich die ganze Zeit ab. Dieser Mann ist gelernter Augenoptiker, hat das Gott sei Dank nie gemacht, ist Radiomann bei Radio Horeb, ist Musikmanager, traut man ihm alles zu, wenn man ihn anguckt, und dann ist er seit kurzem geweihter Diakon in der katholischen Kirche. Stimmt auch richtig. Michael, erzähl, was ist das für eine Seite? Jetzt halte ich das Mikro wieder vor den Bart, dass jetzt man mich versteht. Um die 40 rum habe ich mir überlegt, was ist meine Lebensberufung? Und dann macht man sich auf den Weg, diese Berufung nochmals zu überprüfen, nochmals zu schauen, wo geht es hin, wo ist neben dem Beruf das eigentliche Ziel? Und ich habe mich auf den Weg gemacht, um dem Ganzen so ein bisschen auf die Spur zu gehen in Assisi. Da kommt man dann an dem heiligen Franziskus nicht vorbei, habe festgestellt, dieser Mann war nicht Mönch und er war nicht Priester, sondern er war Diakon. Und da hat es bei mir dann relativ schnell Klick gemacht. Ich habe mich dann auf den Weg gemacht, so nach dem Dreisprung. Ich habe eine Meinung, ich suche eine Eignung und will eine Bestätigung für meine Berufung. Und das Ganze hat 7 Jahre gedauert. Das heißt, ich habe geschaut, wie wird man Diakon? Das gibt es seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in der katholischen Kirche. Also gut 50 Jahre. Gut 50 Jahre, genau. Jede Diözese macht das eigen für sich. Ich bin Rottenburg-Stuttgart. Bei uns heißt das, man braucht ein Fernstudium in Theologie. Das habe ich in Würzburg nachgeholt. Also dieser berühmte Würzburger Fernkurs ist das? Genau, neben meiner ganz normalen beruflichen Tätigkeit habe ich das gemacht. Anschließend gibt es bei uns ein sogenanntes Probejahr oder ein Interessentenjahr für die Diakone, wo man feststellt, ist das überhaupt etwas für mich? Das Interessentenjahr habe ich gemacht und dann geht es los mit einer 3,5-jährigen Ausbildung und die habe ich jetzt eben im Mai abgeschlossen mit der Weihe. Aber bevor die Weihe kommt, gucken die anderen auch. Also sprich, der Bischof guckt, ist der denn überhaupt was für uns? Also nicht nur du guckst, sondern der guckt auch, ist der was für uns? Und die Tatsache, dass du jetzt geweiht bist, heißt, der Bischof sagt, jawohl, Michael Wielert ist was für uns. Bischof sagt jawohl, das Domkapitel, der Weihbischof sagt jawohl, meine Ausbildungsleiter sagen jawohl, meine Gemeinde sagt jawohl. Die werden auch in dieser Reihenfolge so gefragt, ja. Die haben ja gesagt zu mir mit meinem Bart. Du hast mir eben, das ist jetzt ein bisschen gemein, aber du hast mir eben so off the records eine Geschichte erzählt bei der Domweihe. Ich fand die so schön, dass ich denke, die solltest du hier einfach auch nochmal erzählen. Domweihe, Diakonweihe natürlich. Diakonweihe, nicht im Dom, sondern das war in der Vinzenzkirche in Untermachtal, nicht Franziskanerkirche, Vinzenzkirche in Untermachtal. Bischof Weid, 8 Männer, einer davon ist nicht verheiratet, das bin ich. Das heißt, ich habe auch das Zölibat versprochen mit dieser Weihe. Und beim Auszug aus der Kirche laufen alle Diakone mit ihrer Frau nach draußen. Das heißt, ich habe beide Hände frei gehabt. Ich habe ein Patenkind, der ist 5 Jahre alt, der Junge, der Timothée heißt er. Den habe ich, also das ist die Familie, die ich immer besuche, wenn ich in Israel bin. Also der ist ein Jerusalem-Kind sozusagen. Und der kam dann einfach auf mich zu, hat
meine Hand ergriffen und wir sind dann gemeinsam rausgelaufen aus der Kirche. Das wäre ja noch nichts Besonderes. Die Reaktion des Bischofs, glaube ich, ist die spannende. Genau. Bischof hat gefragt, wem gehört der? Und ich habe gesagt, mir, war vor der Weihe. Bischof wurde kurz blass, aber ich habe das dann aufgeklärt, dass es mein Patenkind ist, denn nicht mein leibliches Kind. Aber ja, das war eine interessante Begegnung. Okay. Ja, lieber Michael, vielen Dank dafür. Ich hoffe, Sie sind mit mir einer Meinung, es ist gut, dass dieser Mann nicht wirklich Augenoptiker geworden ist oder zumindest diesen Beruf nicht ausgeübt hat. Michael, danke, dass du da warst. Auch Augenoptiker ist ein schöner Beruf, wollte ich an dieser Stelle noch sagen. Ja, aber wollte ich auch gar nichts gegen gesagt haben. Ich habe es ja am Anfang schon mal gesagt, gut, trotz alledem, dass du deine Fähigkeiten und deine Talente, die du auch anderweitig hast, dass du die nutzt. Talk am Dom heißt diese Runde. Hier in Kassel nennen wir sie beim Hessentag Talk am Dom Spezial. Aber auf der Tasse, die ich dir jetzt gerne mitgeben möchte, steht dann eben nur Talk am Dom. Danke, dass du da warst. Hoffentlich denkst du ein kleines bisschen an uns, wenn du deinen Kaffee daraus schlürfst. Danke an alle guten Geister vor und hinter den Kulissen. Danke an das Publikum und an die Gäste, an den Gast des heutigen Nachmittags. Und ich hoffe, Sie sind auch demnächst wieder dabei, wenn es heißt Talk am Dom oder Talk am Dom Spezial.